Queen steht vor der Tür. Und ja, wir werden ein bisschen Secret Neighbor spielen in neuer Halloween-Stimmung und Verkleidung. Gibt ja extra da ein Patch dafür. Ein Halloween-Patch. Also lassen wir uns mal überraschen, wie das wird. Und danke, Bisa, für den Host. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ja, so, jeder so von uns ist ein eigener Charakter mit eigenen Fähigkeiten. Ich zum Beispiel kann als Detektiv Hinweise auf Schlüssel finden, also mir erzeugen lassen. Bisa, der Erfinder, kann sich Schlüsselkarten basteln, indem er Zahnräder findet. Bei der Anführerin, was der gute Hakamada MSJ ist, keine Ahnung. Ich kann Leute schneller machen. Ah, du boostest uns, stimmt, du bist ja die Anführerin. Und Hutz hat einen Baseballschläger. Ach so, okay, ich weiß es noch nicht. Ich habe ja leider nicht alle Charaktere testen können. Aber die ich teste. Ich habe einfach alle durchgelesen. Das habe ich auch nicht. Das wäre zu einfach gut gewesen. Dann, wenn du bereit bist, Hutz, mach bereit. Ja, nochmal hier mal Spiel starten. Und dann geht's los. Es ist wie immer wunderschön. Oh ja. Das war laut. Das ist sehr laut, das Spiel. Und jetzt ist irgendeiner von uns ist der Nachbar. Irgendeiner von uns ist der Nachbar und wir werden uns gegenseitig nicht verraten, wer es ist. Ah, okay. Weil der Nachbar also, will uns ja alle umbringen. Das ist wieder sowas wie Werwolf oder Mafia oder dergleichen. Korrekt. Ich find's interessant, dass mein Name abgeschnitten ist. Im Spiel. Oh, ich bin mir nicht sicher, das könnte eine von den Custom Maps sein, die ich geladen hab. So, also. Bei mir ist er nicht abgeschnitten. Okay, eben den Ladescreen war abgeschnitten. Okay, was muss ich jetzt überhaupt machen? Wir müssen Schlüssel finden, um die geheime Tür zu öffnen. Okay. Und ich nehme einfach mal an, der Nachbar wird uns probieren, daran zu hindern, richtig? Korrekt. Genau. Na, hört sich ja einfach gut. Ja, aber müsste ist der Nachbar jetzt, der Nachbar ist jetzt also sozusagen schon unter uns. Ja. Okay. Ich habe einen Hinweis. Oh, sehr gut. Unten direkt neben Eingang rechts war eine Tür. Geh da mal gucken. Ich suche gerade den Schlüssel, weil ich habe hier so ein Hinweisbildchen. Das sind Kartons. Okay, aber das. Ich führe ja mich hin zur Tür. Unten, direkt unten an der Tür, wo der Eingang war. Okay. Wenn irgendjemand so einen Kasten an der Wand hängen sieht, einen kleinen, kann er mir Bescheid sagen. Also hier, Leute, haben wir einen Erfinder? Ja, Bisa. Hier ist eine Schraube, hier ist eine Mutter. Ich bin irgendwie gerade zu blöd für die Tür. Wo bist denn gerade? Ich bringe dich hin. Ah, hier. Ich hab die Schlüsselkarte 1 gefunden. Nee, die hab ich gesehen, dass du die hast. Hier ist noch ein Helm, ein Sicherheitshelm, Leute. Also Schlüsselkarte 1 brauchen wir hier unten. Jo, ich bringe sie schon hin. Unten. Oh. Was? Was? Oh, scheiße. Unten ist der Nachbar, unten ist der Nachbar. Scheiße. Scheiße. Wo? Wo ist er hin? Wo? Wo? Keine Ahnung. Der war eben da drüben. Kann man ihn von draußen sehen? Wie sieht er denn aus? Ich entsorge erstmal Müll. Was Krähe zeigen? Was? Okay. Hier ist auf jeden Fall ein. Hier ist eine Taschenlampe und hier ist der Wolf gestorben. Ach du Scheiße, spiel mir gegen Computer. Keine Ahnung. Es kann auch jemand unter uns sein. Was ist das mit der Krähe? Ich kapier's nicht. Ich hab das auch noch nicht ganz verstanden. Was sind denn diese Münzen? Die Münzen gehören, glaube ich, zu dir, weiß ich auch. Ach so, nee, damit kannst du dir im Shop dann aussehen und sowas kaufen. Die Krähen sind Hinweise, wo was ist, glaube ich. Cool. Ich kann einen Stuhl nehmen? Okay. Ah ja, Hutz, komm mal runter in die zweite Etage schon. Also geht durch die Tür hier durch, wo wir eben uns versteckt haben. Okay, wohin? Wo seid ihr denn? Und hier runter. Hier unten geht's weiter. Okay. Aber ich habe mit Q habe ich den Baseballschläger, ich verstehe. Okay. Genau. Warte, wo seid ihr gerade? Ich
will wir sind schon im Keller. Wir sind schon im Keller. Scheiße. Isa? Kannst du mal mit mir mitkommen? Ja. Kannst du mit mir mitkommen? Da drüben ja, ist... klar, kann ich. Hier ist so eine. Hier ist so ein. Ich bin gerade von der Tür, wo 2 draufsteht. Ah, hier seid ihr. Oh, hier ist so, hier ist so ein Krähen-Symbol. Hier brauchen wir eine 2. Jo. Da vorne auch, oder? Das ist unser Abgang. Nee, hier sind wir hergekommen. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier brauchen wir Schlüssel. Okay. Hier brauchen wir die 3. Da ist der Exit. Warte mal, kann man eine Schlüsselkarte nur einmal benutzen? Hier ist eine Tür, ja. Kommt ihr mit? Okay, das heißt, wir haben 2 Türen, die wir mit einer 2 aufmachen können. Hier ist drin. Ja, ich bin auch drin. Oh, wartet mal kurz. Mein Handy klingelt grad. Ich muss mal ausmachen. So. Hast du sie? Krähe, gib mir Krähe. Ja, ich will, wenn Krähe wirklich Hinweis ist. Nee, die Krähe war bei der einen Tür. Hä? Okay. War bei der einen Tür? Ja. Sieht eher nach Wand aus. Oh shit! Was passiert? Sieht so, ich glaube, da kommt da einer. Ist Bisa noch da? Wo ist Bisa? Ich bin hinter dir. Ah, okay. Wo? Da. Bin vor dir. Nee, da kam ich keiner. Ich muss nicht unbedingt in die Richtung laufen. Ich glaube nämlich, da kam was. Kann jemand mal ein Licht machen? Da, ich hab nämlich was zum Werfen in der Hand. Ich hab keine Taschenlampe. Da unten ist noch eine 3. Achso, ich hab meine schon angemacht. Hier ist ein Hebel. Guck mal. Ah, das ist ein Lichtschalter. Lass uns nochmal hochgehen, bitte. Großer Lichtschalter. Oh, Herrgott. Wir sind irgendwo anders da diesmal. Ja. Okay, hier ist Becher. Hier ist noch so eine Münze. Hier ist eine Karte. Ich hab eine Schlüsselkarte 2. Geht das gerade an oder aus dadurch? Also das ist an. Das ist an. Okay, ich tausche mal hier um. Ich nehme das hier, damit kann ich jemanden nämlich langsam machen, wenn der da reinläuft. Jo. Ja, ich kann euch schneller machen. Perfekt. Also wir haben jetzt Schlüsselkarte 2. Da müssen wir jetzt runter, glaube ich. Ja. Oder nee, hier ist auch noch 2. Nehmen wir die 2 erstmal. Okay. Das stimmt. Okay. Hier ist irgendwie noch eine. Was sind wir hier drin? Hier ist ein Schlüssel. Ich habe einen roten Schlüssel. Ah, verdammt, da muss oh, ich. Oh! Roter Schlüssel! Nimm ihn! Nehme ich mit. Nimm ihn mal. Das war nur ein Krug. Und das kannst du werfen. Hier ist die Krähe. Die Krähe sagt, hier ist irgendwo ein Hinweis. Hier ist Schlüsselkarte 3. Oh nein! Perfekt. Ich hab den Matsch jetzt leider fallen lassen. Können wir bitte. Man kann immer nur 2 Gegenstände haben. Wir müssen jetzt langsam irgendwo hinlaufen, weil ich muss den Schlüssel und die Karte weggeben, weil ich habe sonst keine Hände mehr frei. Hutz, der Schlüssel war. Da unten ist die Schlüsselkarte 3. Ja, dann gehe ich da mal runter. Mal Schlüsselkarte 3 mal. So, ist offen. Und der Schlüssel war oben. Und der Schlüssel war oben, also war hier in der Mitte. In der Mitte? Und zwar. Nein, hier komm mal her. Nein, das ist irgendwie falsch. Ah, hier sieht's gut aus. Der Schlüssel war. Nee, hier sieht's doch auch falsch aus. Hä? Hier ist doch auch so 2. Ja. Das gab's ja mehrmals. Noch weiter rum. Das ist die. Was ist das? Das ist die 3. Auch mal die 3. Ich blick hier nicht mehr durch. Was hier? Hier ist was. Nee, das ist die 2. Hä? Ich kapier gerade überhaupt nichts mehr. Die Maps sind echt groß. Wir haben uns verlaufen. Ja. Ah, hier ist die Tür. Kurz, komm noch mal zu mir. Ich komm. Wo bist du? Hier kannst du den roten Schlüssel reintun. Hinter dir. Hinter mir? Hinter dir. Ja, ich seh's grad. Sehr gut. Okay. 2 gelbe. Ja, und 3 blaue. Soll ich fürs nächste Mal weniger Schlüssel einstellen? Unter Umständen. Für den Anfang, ja. Ich kann die Anzahl der Schlüssel bestimmen. Ich wusste halt nicht genau, was es macht, deshalb. Krähe zeigt den Schlüssel. Oh. Okay, ich bin verschwunden. Jetzt.
Das musst du mir nicht sagen. Hier. Was ist das? Was zum Werfen. Au. Wusste es doch. Es sind ja noch zwei Leute über. Ja, ja, klar. Autsch. Aua. Was ist denn das? Hä? Der Cooldown. Komm, komm, komm. Ah, du hast so einen... Ach, du hast so einen Anker, mit dem du die Leute auch noch holen kannst. Ja, das ist der Butcher, der Butcher, der hat die Fähigkeit, Leute zu ankern. Er hat dich mit dem Kürbis beworfen. Lisa, du musst aber auch irgendwie mal die Tür öffnen. Ja, du kannst uns, glaube ich, auch irgendwie befreien, oder? Irgendwie geht das wahrscheinlich. Ja, jetzt bin ich tot. Okay. Nachbar hat gewonnen. Okay, ich reduziere. Also erstmal gut gespielt und ich reduziere mal die Schlüssel auf 3, würde ich sagen. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob wirklich wir gegen einen Computer spielen. Ja, mir war es klar, aber ich bin das Risiko eingegangen und habe verloren. Schlüssel. Das Protokoll am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich dich damit alleine runterhole. Bisa war ja noch da, aber Bisa hat es nicht genau gesehen. Ich hab, das Schlimme ist, ich bin um die Ecke und hab dann gehört, wie sich jemand verwandelt hat. Und dann war schon der Wolf tot. Das ist auf jeden Fall. Hab ich halt echt gedacht, ich helfe euch erstmal eine Weile lang, ne, um mich selber erstmal reinzufinden. Dann hab ich gedacht, Moment mal, du bist jetzt alleine. Ach komm, das nutze ich aus. Ich kann's ja noch schlimmer machen, ich mach die Spielernamen aus. Das ist cool. Oh, das wäre cool. Ja, bitte. Weil bei 4 Spielern ist es ehrlich gesagt nicht allzu schwierig dann im Zweifelsfalle. Ja, aber das bringt ja auch nichts, wenn wir alle unterschiedliche Charaktere haben. Soll ich mal diese zufälligen Spieler einschalten? Ja, ja, das wär, ich glaube, das ist doch besser. Ja. So, dann... Weil selbst dann... Macht bereit. Weil ich sagen muss, selbst dann würde doch eigentlich relativ schnell rauskommen, wer ist. Werden wir sehen. Weiß nicht, vielleicht kommen jetzt noch zwei Computer dazu. Ja, weil ich bin immer noch Anführer. Also ja, ich bin glaub, immer noch Detektiv. Okay, diesmal bin ich Kind. Das würde der Nachbar auch sagen. Warte mal kurz. Wir sind die gleichen wie letztes Mal, oder? Ja. Ja. Warte mal, sind wir immer noch 4? Weiß ich nicht. Ja. 1. Ich sehe nur einen. Das bin ich. Der bist, Butz? Ja. Blinkt dich der Typ gerade mit Taschenlampe an? Ja. Dann bist du Hutz und ich bin ich. Aber die anderen sind und nicht mehr sind da. Wir sind wir und ich habe ganz viele Türen. Ja, aber wo seid ihr hin? Aber machen wir hier. Ich hab mich von euch fern. Den Teufel werde ich tun. Brauchen zu viel. Es quietscht, ich höre es quietschen. Bleib hier. Okay. Na, jetzt hängt es gerade bei mir. Mal hier die Tür zumachen. Besser. Irgendwer hat ein Radio angemacht. Wir gucken uns gegenseitig an und leuchten hinter uns. So kann uns keiner überraschen. Außer ihr gegenseitig. Genau. Gut, aber ich glaube, für Hutz kann ich momentan auf Bürden. Ansonsten hätte er mich wahrscheinlich schon lange umgebracht, weil wir die gesamte Zeit alleine sind. Wir sollten aber die anderen mal suchen. Läufst du links, laufe ich rechts? Wir laufen einfach nur immer ein paar Geraden entlang. Leute, ich höre Musik, ich höre Musik. Also du da ja, lang, ich da lang. Ich auch. Man kann nach draußen? Ja. Sie kommen von draußen. Okay. Ja, ich dachte, man kann halt nicht wieder nach draußen. Doch, doch, das geht. Was ich aber sagen muss, ich finde, hat das Spiel einen Ingame-Chat? Es fühlt sich so an, als wäre das eins von den Spielen, wo Ingame-Chat was nutzen würde. Kann man sich eigentlich bücken? Ah, man ja. Kann, man kann sich bücken, okay. Leute, tut mir mal einen Gefallen.
sucht man nach einer gestreiften Wand mit einer... Irgendwer ist hier. Nein, ich wollte nicht meine Taschen haben. Mit einer offenen Tür und einem Kasten daneben. Darin befindet sich auf jeden Fall ein Schlüssel. Das Radio wird immer lauter. Bist du wohl in der Nähe? Nee, ich habe mich nicht bewegt. Ah, dann hat es jemand in der Hand. Eine gestreifte Wand? Ja. Mit einer offenen Tür und einer Kiste daneben. Ja. Also so einem Ding an der Wand. Ich habe eine Schlüsselkarte gefunden. Was für eine? Die 1. Die 1, die 1er sind unten. Seid ihr denn überhaupt? Wir laufen durch dieses dämliche Haus. Also ich hab hier zwei Einser, Leute. Hier sind zwei Einser. Hi, Wolf. Geh weg. Wo seid ihr denn? Hallo? Hallo? Also ich hab zwei Einser-Türen hier bei mir. Verrat's ihm doch nicht. Und zwar eben die gesamte Zeit schon mit mir. Ja, aber er hätte sich halt auch. Also er hätte sich verdächtig gemacht, hätte er dich gefressen. Also ich hab zwei Einser-Türen hier unten. Nee, aber wie bereits gesagt, es fühlt sich so an, als ob wir dieses Spiel gerade falsch spielen. Hä? Keine Ahnung. Also hier ist eine Dreier-Tür offen. Oh, ich hab einen Schlüssel. Los. Aber ich guck mal gerade in den Optionen nach, ob das Ding In-Game-Chat hat. Ja, guck doch mal. Hier kann man nicht vorbei, oder kann man da drüber hüpfen? Nee, kann man nicht drüber hüpfen. Also es hat einen Voice-Chat. Doch, man kann drüber hüpfen. Frage, ob der Voice-Chat auf Entfernung ist, weil ansonsten... Hier kann man oben noch was entlang laufen. Weißt schon, was ich meine, oder? Ja. Yeah! Also, es gibt definitiv In-Game-Voice-Chat. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob der einfach nur so ist wie jetzt. Scheiße, wo ist meine Taschenlampe hin? Dabei sein muss. Ich hab meine auch verloren. Okay. Ich hab meine auch verloren. Ich hab meine wieder. Nein! Das hab ich schon wieder weggeworfen. Weiß einer noch, wo die Tür war? Eins. Welche so. Tür? Die, für die man die die normalen Schlüssel braucht. So, ich hab wieder meine Taschenlampe. Doch, die war im Untergeschoss. Beim Kamin. Ja, ich bin im Untergeschoss, ich weiß bloß nicht beim wo. Beim Kamin. Jetzt? Also Schlüsselkarten direkt sind hier. Also hier habe ich eine Zweier. Oh cool. Ich habe hier auch Schlüsselkarten, aber ich suche die Tür. Buh! Hallo. Was Buh? Sag mir mal bitte, wo die Tür ist. Wie komme ich denn hier wieder runter? Folg mir. Ich bin keine Abgang mehr. Welcher bist du? Ich bin der, der durch die Tür gerannt ist. Da. Ich bin der gerade die Taschenlampe... Ich höre euch. Hier ist die Tür. Wo seid ihr? Ich höre euch. Okay. Ein Schloss haben wir weg. Okay, was fehlt uns? Die Bowlingkugel, die habe ich gefunden. Okay, wir brauchen einen roten oder einen blauen. Ja, und Schlüsselkarten. Hier ist noch eine Münze. Hey, ich will das mal werfen. Da drin, nix. Nichts gegen euch, aber ich würde es bevorzugen, wenn ihr mich nicht... Ich habe die Lampe aufgenommen. Ich will die Lampe nicht aufnehmen. Ich will sie anschalten. Oh, die... Nee. Warum kann ich die Lampe nicht einschalten? Ich bin auch halb tot. Ich bin vorhin runtergesprungen. Ich kann die Lampe nicht einschalten. Kannst du die Lampe einschalten? Ich kann die nur nehmen. Das ist echt arg dunkel. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Wer hat die Sicherung ausgemacht? Eine Sicherung rausmachen? Das ist der Nachbar. Ich kann nicht springen. So, jetzt kann ich springen. Ich häng schon wieder. Was ist denn das? Okay, hier geht's nicht nach oben. Ah ja, ich weiß jetzt, warum das Radio lauter geworden ist, weil wir an der Garage waren. Die ganze Zeit. Ich stehe die ganze Zeit los. Die Garage, da steht das Radio. Genau, und das habe ich vorhin angeschaltet. Jetzt hier nicht. Wann? Wohin? Keine Ahnung. Weg. Hilfe! Neighbor! Renn!
Stranger Danger, Stranger Danger! I need an Addo! Moment mal, scheiße! Ja, der ist da! Wo bist du denn? Wo warst du denn? Kann er jetzt noch reden mit uns? Ja, kann er ja. Ja, kann aber er. Aber wäre ja Blödsinn. Ja, eben, das habe ich ja eben auch nicht gemacht. Stimmt. Ja. Gesagt, theoretisch, wenn das Ingame-Ding Kreier. Warte mal, Kreier ist da oben. Kreier zeigt uns einen Schlüssel. Das heißt, ich verdächtige jetzt einfach mal Bisa, dass er der Neighbor ist, weil er hat die Sicherung rausgedreht, das glaube ich, weil er in der Garage war. Ich komm. Einziger Vorteil ist, dass Bisa mich nicht finden kann, weil ich selber keine Ahnung habe, wo ich bin. Warte mal, das ist falsch. Moment mal, Bisa ist doch der Tote. Bisa ist hier. Was? Oder? Ist das nicht Bisa? Nee, das bin ich. Warte mal. Ich bin der hier. Warte mal kurz. Das heißt, Bisa ist tot? Ja, wenn Bisa tot ist, ich wurde gerade vom Neighbor gehuntet. Das heißt, tot ist der Neighbor. Oder du. Ja, oder ich. Aber, ich würde Hutz jetzt nicht zu nahe kommen und würde auf Abstand gehen. Super, jetzt sind wir beide getrennt. Das ist natürlich perfekt. Wo ist der Scheißweg nach oben? Wobei, so schnell wie du mit Verdächtigungen warst, sag ich jetzt mal, dass du der Neighbor bist, ist jetzt auch nicht zu unwahrscheinlich. Ja gut, die Sache ist die, da Bisa verstorben ist und du behauptest, dass du gehuntet wurdest, kann es auch gut sein, dass du Bisa gefressen hast und einfach schon wieder der Neighbor bist. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wer du bist. Ich bin immer noch der mit der Taschenlampe rummacht und... Ja, ich bin der andere mit der Taschenlampe, okay, das ist aber Blödsinn. Wolf hat keine... Kann es sein, dass der Nebel keine Taschenlampe hat, wenn er angreift? Wolf, du hast keine Taschenlampe, oder? Ich habe keine Taschenlampe. Allerdings habe ich meine oben liegen lassen. Wenn mir jemand den Scheißweg nach oben zeigt, außer Hutz... Da ist die Treppe. Ja, ach, hier ist noch eine Tür. Hier geht's hoch. Hutz, geh weg. Ich geh da hoch. Weg. Kusch. Ja, ich stand damit. Ich hab dich gesehen. Aber wir sind zu hoch. Jetzt ist die Graue ja nämlich unter mir. Dann ist sie im Mittelstock, aber ich wollte hier oben noch was checken. Wie komme ich denn jetzt wieder eins runter? Ich will eins runter. Ich meine, ich kann mir ja einen Hinweis geben lassen, ne? Die Krähe ist genau auf dem, wo der Dings ist. Ja super, du kommst aber. Nee, du kommst ja nicht rein. Weil die Krähe ist hinter dieser 1. Haben wir einen Detektiv? Nee, nicht Detektiv, einen Erfinder? Ja, der ist tot. Ich habe auf dem Weg nach unten Regale gesehen, in denen Schlüsselkarten waren. Weil hier musst du rein, weil die Krähe ist nicht auf der Seite. Du musst hier durch diese Tür. Da war ich schon drin. Ja, aber du musst durch diese Tür hier, die da. Die. Hinter der ist die Krähe. Ja, ich weiß, wo du meinst, aber ich war da schon in dem Raum drin. Wo hast du Schlüsselkarten gesehen? Ja, das überlege ich gerade. Schokoriegel essen. Ich bin irgendwann mal runtergesprungen. Ich kann Topf nehmen. Topf aufsehen. Nutzen. Gut. Hier ist ein Regal, aber das ist keine Schlagkarte. Oder Zahnräder, die bringen uns sehr viel Wind. Hier ist eine. Oh. Ja, schon wieder das Radio. Ach, hier ist diese Garage. Okay. Hast du gefunden? Ich habe die Garage gefunden, ja. Aber weißt du, was ich gefunden habe? Weiß nicht. Eine Taschenlampe. Deine? Deine eigene? Nein, die lag in einem Schrank. Aber ist mir auch egal. Jetzt sehe ich endlich mal wieder was seit einer halben Stunde. Wenn du mich fressen willst. Das wär voll praktisch, wenn man mit Zahnrad die Gegenstände tauschen könnte. Ja, weil man muss immer auf 1 und 2 klicken. Ups. Hier ist noch eine Taschenlampe. Nein! Jetzt habe ich außerdem wieder aus. Das könnte meine sein. Ja, guck mal. Wenn du die oben liegen gelassen hast. Ja, habe ich. Ja. Aber ich habe ja jetzt eine. Ja, gut. Aber. Haben die sowas wie Batterie oder so? Nee, ich glaube nicht. Okay, das heißt, lohnt nicht, die mitzunehmen. Nee. Aber ich weiß, dass ich auf dem Weg nach unten bin ich an Regalen vorbeigekommen, in denen die waren. Die Schlüsselkarten.
Ich konnte bloß nichts mehr tragen, weil ich den Schlüssel dabei hatte. Aha. Schlüsselkarte mit der 1. Wir mussten doch in eine Tür mit der 1, oder? Ja, mussten wir. Was soll ich nur noch finden wieder? Nein, ich habe meine Taschenlampe dafür verloren. Ich muss wieder zurück. Hey, da ist doch die Tür mit der 1. Naja, bin dabei. Achso, ich habe auch eine Schlüsselkarte mit der 1, aber ich habe meine Taschenlampe verloren. Wo ist meine Taschenlampe? Da ist meine Taschenlampe. Also brauchen wir keine 1 mehr. Nein, ich habe sie wieder fallen lassen. Nein, brauchen wir nicht. Oh Gott, wir haben keine Zeit mehr. Nächster Hinweis. Eine Kommode, vor der eine Flasche steht. Länglich mit so einem Schiebeteil drin. Was seid ihr denn? Ist egal, wo wir sind. Das Ding ist Kommode? Einfach irgendwo. Ich kann mir Hinweise geben lassen. Ihr zeigt den Schlüssel. Ist das jetzt der Hinweis, den wir jetzt geben lassen, oder wie? Nee, nee, die Krähe, die kommt. Ich krieg immer, ich kann mir ein Foto ausdrucken. So. Ah, ich habe meine scheiß Taschenlampe schon wieder vergessen. Kann mir irgendjemand den Weg runterleuchten? Ja, wo bist du? Im Gang. Welcher Gang? Der da? Ja. Du willst da runter? Danke, ich hab die Treppe. Geh weg. Gut. Schaffen wir das in einer Minute? Wenn einer von euch den letzten Schlüssel holt, ja. Wo ist der letzte Schlüssel? Da, wo die Krähe ist. Oh. Wo ist die Krähe? Wenn du sie nicht sehen kannst, bist du der Neighbor. Nein, ich sehe sie, aber wo ist das hier in dem Ding? Ich laufe hier die ganze Zeit, versuche ich in ihre Richtung zu kommen, aber komm nicht hin. Im Zweifelsfall mit Schlüsselkarte. Ist das hier? Ne, das ist ein Licht, das ist keine Taschenlampe. Ich brauche eine 3. Ich hab keine 3. Ich hab eine 1 unten liegen lassen im Garten. 3. Kann ich hier einfach. Ah, die Fenster sind vergittert. Kann ich nicht einfach durchspringen? Aber ich vertraue niemandem von euch. Das möchte ich bloß mal gesagt haben. Was ist denn eigentlich, wenn die Zeit abgelaufen ist? Hat dann der Neighbor. Hast du gesehen, wie ich gehuntet wurde? Hat der Neighbor dann automatisch gewonnen? Ja. Wir brauchen den einen Schlüssel, und zwar jetzt sofort. Ich habe die Tür fast offen. Ja. 3, 2, 1. Einen habe ich noch. Ja. Einen habe ich noch gefressen jetzt kurz vor Ende. Das war so klar. Ansgar, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und Lumi, Armut, schön, dass du da bist. Sorry, wir waren jetzt gerade sehr vertieft. Ja, ich muss gestehen. Bitte, Hakamada, dadurch, dass du am Anfang gleich gesagt hast, ah, diesmal bin ich ein Kind, das sieht anders aus. Warte. Ja, du hast am Anfang gesagt, diesmal bin ich ein Kind. Ja. Nicht sagen. Letztes Mal war ich der Neighbor, das wussten alle. Und jeder würde sagen, dass er ein Kind ist, egal ob ich ja, Neighbor das stimmt. Oder nicht. War die Zeit für euch okay? Die Zeit hätte eigentlich. Ja, gut. Also sagen wir es mal so, wenn ich aktiver gewesen wäre, hättet ihr wahrscheinlich Probleme gehabt. Ja, das stimmt. Weil ich bin ja sehr, sehr wenig in den Hand gegangen. Ich habe am Anfang einmal Bisa gefressen. Dann habe ich am Anfang mal mitgeholfen, sogar zu suchen. Ich könnte auch die Schlüsselkarten ausschalten. Nee, kannst du weniger machen vielleicht? Nee, ich kann nur Schlüsselkarten ein- oder aus. Ich kann aber die Map auswählen, wenn ihr wollt. Kann ich eine kleine nehmen? Ja, es fühlt sich irgendwie so an, als wäre das viel zu groß für so wenig Leute. Oder mehr Zeit halt. Ja. Oder machst 30 Minuten. Ja, weil das Ding ist, die Map war so groß, man musste sich eigentlich aufsplitten. Das heißt, wäre der Neighbor auch nur halbwegs aktiv gewesen, wären wir eigentlich schon relativ schnell gekillt worden. Weil so groß wie die Map ist, wenn wir als Gruppe rumlaufen, wird das einfach nichts. Ja, das Problem ist halt, ich kenne die Maps nicht. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Das hier sieht klein aus. Wir haben ja leider nicht noch zwei, die das Spiel haben. Kennt noch jemand? Ihr könnt theoretisch auf das Zahnrad oben gehen. Mhm. Dann auch.